Ja, hallo Freunde, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir spielen heute Medium weiter. Wir haben ja letztes Mal schon mal so kurz reingeguckt in das Spiel und ja, wir sind jetzt da bei dem andersrum. Wir haben ein Telefongespräch bekommen, nachdem wir eine Vision hatten und so einen mysteriösen Typ und ja, dem sind wir einfach mal weiter nachgegangen und jetzt sind wir da und wir machen auch gleich weiter. Sagt, wir schauen uns immer erstmal überall um. Was finden? Natürlich nicht. Das war klar, dass da ein Schloss davor ist. Front gate was locked up tight. I needed to find another way in. Haben wir irgendwas am Motorrad? Brecheisen? Nee. Also, ja. War logisch, die Tür ist auf, da müssen wir rennen. Anyone home? I guess not. Postkarte. Liebe Grüße aus Niva. Du würdest es hier lieben, Schatz. Es gibt eine tolle Kindertagesstätte und einen kostenlosen Malkurs. Hier sind viele Familien und das Hotel ist riesig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wünsche, du wärst hier. Ich vermisse dich, F. Drehen. Drehen kann man die. Außergewöhnliches. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Da ist ein kaputtes Fenster, da kann man aber so nicht durch. What the? Hello? Thomas? Okay. Das heißt, wir gehen zurück. Kann ich hier eigentlich schneller gehen? Rennen kann. Steuerung, klettern, laufen, schleichen. Wieso kann ich da nicht hin? Zu dem Typ. Der war jetzt nicht weit weg. Ja, das sehe ich, und dazu müsste ich wahrscheinlich hier hin. Ja, das ist ja da hinten dran.
ja klar. You want to keep me out, Neva? We're gonna have to do better than that. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Yeah. Ich glaube nicht, dass der alte gebückte Mann da lang ist. Den wir da vorhin haben schleichen sehen. Viel zu viele Wege. Huh. What's this old thing here? Oh, what a mess. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. Weltkriegs 1939 und 1945 für die Töchter und Söhne des Landes hier ruhen die Gefallenen, um uns daran zu erinnern, dass die ganze Erde ihr Grab ist. Ups, falsche Taste. Okay. Wie ist nochmal die Steuerung? Oh Gott, ich muss irgendwann die Luft anhalten. Die Musik ist so gut gemacht dabei. Ist so richtig bedrückend. Das ist ein komischer Kreis. Hello. Thank you.
What's this? Die Steuerung ist ein bisschen komplex, wenn man auf Tastatur spielt. Huh. Looks like an old fort. Might be my way in. Okay. Sieht echt so gut aus, ja? Warnung, aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine werden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Okay. Also man hat da schon was gefunden. Something happened here. The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Dead. Like everything else in this place. Das ist gut.
Okay, aber ich kann da noch gar nichts machen. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? So krieg ich das Teil. In any case, I figured I could use it. Energy's energy, right? Whew. So that worked. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Und was hat das jetzt gebracht? So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. To you. Thank you.
What the hell are you, Neva? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Da ist er. Okay. Definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. I'm here. No, it's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Hello? Anybody in there?
Obviously. There's gotta be another way. Warum steht ihr jetzt schon in diese Richtung? Obwohl es da drüben ja auch weitergeht. Nein, da geht's nicht weiter. Ah. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Shit, the handle's missing. Maybe I could replace it with something. Oh, shit. Huh? Warte mal, jetzt können wir da hinten rennen, wa? Ne, wäre jetzt so schön gewesen. Auf dem Boden. Und ah. I sense something.
Weite Horizont, das Buran-Programm. Das neue sowjetische Raumschiff steht kurz vor dem Start. Mobile Satellitentelefone, die Zukunft der Kommunikation, weltweite Ausrottung der Pocken, die größte medizinische Errungenschaft unserer Zeit. Bringt mich jetzt nicht sonderlich weiter. Hey, old timer. Mm-hmm. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Ah, der Schmetterling. Mhm. Doubling as a spare bedroom, apparently. Hope you don't mind if I, pop your trunk. Ehrliche Arbeit. Meine Liebe, der Sommer ist in vollem Gange, das Resort ist zu Bersten gefüllt und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit, aber es ist gute Arbeit, ehrliche Arbeit. Mr. Rikovic sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. F. Not much here. Although, this could come in handy. Ow! Shit! What the hell? Nicht gut. So, dann zurück zur Tür. Oh Gott, Niva Resort. Einweihungssommer 69. Der erste Sekretär des polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, Genosse Władysław Gomułka, ehrte Krakau und nahm an einer offiziellen Einweihung des Niva Resorts, dem neuen sozialistischen Freizeit- und Erholungszentrum, teil. Die Arbeiterklasse Kleinpolens hat endlich einen Ort, an dem man sie die Zeit mit ihren Familien im Schoß der Natur verbringen kann. Das Hauptgebäude und der Untergrundbereich sind komfortabel und doch so einfach wie die sozialistische Idee und Philosophie. Besonderer Dank gilt dem Architekten, dem zukünftigen Manager und engagierten Parteimitglied Mr. Rikovic, ohne den Entwurf und Bau des Niva Resorts nicht denkbar gewesen wäre. Und es werden ein paar Wörter versteckt. So, 25. Jahrestag der Gründung der Polnischen Volksrepublik. Ja. So, dann lassen Sie mal ganz schnell zu der Tür hochrennen. Das war da ins Hotel kommen. Das war jetzt einfach. So began the great dumpster heist of 1999. So. Macht sie das allein? Nein, macht sie nicht. Alles muss man hier selbst machen. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Na, 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 mach mal weiter.
So, Freunde, und rein gehen wir in der nächsten Aufnahme. Also dann, bis dann.